Hey Leute, willkommen bei einem neuen Video. Ist spontan. Ich weiß, ich war ein bisschen im Ruhestand auf YouTube. Ja, auf jeden Fall, ich will euch heute mal ein paar Anregungen, Tipps geben, um eure Oberschenkelvorderseite noch etwas zum Wachsen zu bringen. Wenn ihr der Meinung seid, dass reguläre Kniebeugen und das ganze Zeug euch nur zu einem bestimmten Punkt weitergebracht hat, aber nun stagniert ihr. Beziehungsweise ihr habt einfach schwache Vorderseite, Quadrizeps. Dann hier ein paar Tipps, um die Vorderseite noch ein bisschen Schub zu geben. Ich bin ja selber nicht ja, verletzt, erkrankt, dann ein bisschen Gelenkentzündungen und die Knie, gewisse Sachen kann ich selber nicht machen, aber ich kann euch Tipps geben, um eure Beine zu verbessern. Ich würde euch mal vorschlagen, wenn ihr zum Beispiel Back Squats macht, wo die Stange hinten ist, einfach mal eine Zeit lang Front Squats zu machen. Hier eine kleine Abbildung, hier regulär, hier Front Squats. Ihr werdet mehr Oberschenkelaktivierung haben. Hier gibt es auch Ergebnisse, dass der Vastus lateralis, die Außenseite von Oberschenkel und der Rectus femoris, mehr Aktivierung hat als wie bei Back Squats. Ihr könnt mal das ausprobieren. Super Übung. Bei mir gab es immer einen krassen Muskelkater in der Mitte von Oberschenkel, also Rectus femoris. Und ja, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr dieses Gerät nicht habt, dieses. Eure Oberschenkel würden so brennen. Dann macht es einfach so wie ich. Eine Multipresse, bisschen kompliziert. Hier eine Bank, damit ihr nicht wegrutscht. An der Multipress hier einen Polster. Ihr werdet es merken, es ist so krass. Und wenn ihr vorher Beinstrecker gemacht habt, also das Thema Vorbelastung, zuerst Beinstrecker und dann Kniebeuge oder solche Übungen, ihr werdet den Oberschenkel durch die Vorbelastung viel krasser spüren. Macht nicht immer als erste Übung Kniebeuge. Es ist schön und gut, aber für viele ist es einfach zu wenig, nur die Grundübung zu machen. Es ist schon wichtig, Grundübungen stärker zu werden, aber rein für die Optik kann man noch viel mehr rausholen, mit zum Beispiel Isolationsübung als erste Übung, um den Quadrizeps so richtig zu demolieren, und danach werdet ihr so krasses Brennen haben an den Grundübungen oder anderen Übungen. Ja. So, dann zu Hakenschmied. Weil ihr hier keine Beugung in der Hüfte habt, hier, und ihr hinten angelehnt seid, geht es extrem auf den Oberschenkel. So, ich würde empfehlen, diese Übung eher im höheren Wiederholungsbereich zu machen und da wirklich tief zu gehen, tief, richtig runter, dass sie hier extreme Dehnung erzeugt und in den toten Punkt nach oben schießt. Und wenn ihr keine Hackenschmied habt, dann einfach an der Multipresse hier, schaut da dann an Jeff Alberts, an den Coach. Er macht es an der Multipresse, die Beine schön vor, dass ihr bleibt aufrecht mit dem Oberkörper, also wie eine Kerze, gerade nach unten gehen. Es ist extrem. Ihr werdet viel mehr Quadrizepsaktivierung haben als wie mit der Beugung im Arsch. Also ihr schaltet Arsch und so weiter vermehrt ab, also nicht komplett ab, aber ja, ihr könnt es mal ausprobieren und berichten. Was hat er sonst noch? Ja, die wird euch vorschlagen, wenn ihr zum Beispiel Übungen macht wie den Beinstrecker. Haltet mal am obersten Punkt 10 Sekunden, flext, dann geht langsam runter, greift wirklich auf eure Muskeln und spürt, wie sie arbeiten. Versteht auch, wenn ihr eng steht beim Beinstrecker, dass so ein bisschen mehr die Außenseite profitiert. Ihr werdet es merken, wenn ich eng den Beinstrecker mache, mit den Oberschenkeln nicht breit, eng und ein bisschen die Beine nach innen nehme. Ihr werdet die Außenseite viel krasser spüren. Ob Bro Science oder nicht, es ist bemerkbar. Und wenn ihr die Beine nach außen treibt, dann habt ihr mehr in Oberschenkel, Innenseite. Das spürt ihr einfach viel mehr. So könnt ihr voll variieren.
als ihr wird, wenn ihr gesunde Knie habt. Tief gehen, wirklich probieren, dass ihr auch mal mit den Knie über die Zehenspitzen gelangt, um mehr Beugung in Kniegelenk zu erzeugen. Ihr würdet aber nicht zu schwer gehen bei gewissen Übungen, was ich euch jetzt gezeigt habe, weil einfach das Knie sehr wichtig ist und ihr wollt euch nicht verletzen. Wiederholungsbereiche könnt ihr variieren. Ich würde eher sagen, etwas mehr Wiederholungen bei solchen Sachen wie Beinstrecker, Sissy Squats. Sissy Squats war das Zeug. Sissy Squats sind die richtigen Sissy Squats, nicht diese Kniezerficker Sissy Squats. Macht mehr Wiederholungen. Ihr könnt auch Supersätze machen. Ich sehe in letzter Zeit einfach so, machen 5 Sätze an einer Übung, machen Pause, dann zur nächsten Übung. Macht mal ein bisschen mehr Supersätze, wenn ihr schon Schwachstellen habt. Beinstrecker, dann geht weiter zu Hakenschmied oder umgekehrt. Und noch ein Tipp, wenn ihr könnt bei der Beinpresse extrem variieren mit der unterschiedlichen Muskelaktivität. Wenn ihr bei der Beinpresse die Beine nach unten nimmt, also von der Ablage tiefer ansetzt, ihr werdet einfach viel mehr Beugung im Kniegelenk haben, somit einfach viel mehr Quadrizepsaktivierung. Und umso weiter oben, nach außen etc. könnt ihr mehr Beinbeuger, Gluteus etc. Ihr könnt voll variieren. Es ist so geil einfach, wenn ihr euch selber ein bisschen, spielt selber ein bisschen. Nicht nur euch festfangen, das ist jetzt allgemein. Tut euch nicht an einer Sache immer festfangen, nur weil es heißt, Kniebeuger ist die Grundübung, die ist ein Must-Have und so weiter. Bitteschön, Must-Have. Auf lange Zeit müsst ihr selber schauen. Wenn für euch reguläre Kniebeuge zu wenig ist, dann könnt ihr mal mit solchen Sachen probieren. Und mal Backsquats weghauen und Frontsquats und etc. rein einbauen. Kein Problem, stresst euch nicht. Ob ihr stärker werdet, etc. Im Endeffekt, ihr werdet nicht jetzt in 20 Jahren nach Training 500 Kilo Kniebeuge bewegen können. So. Wenn ihr gewisse Übungen öfter macht, dann werdet ihr bei gewissen Übungen natürlich auch besser, vor allem bei Grundübungen. Durch Bewegungsauflauf, Bewegungsablauf, durchs ZNS, man tut sich da mehr und mehr an Sachen rantasten, gewöhnen an Gewichte und so weiter. Aber für rein Wachstum, Hypertrophie und so weiter, probiert mal ein bisschen Variation reinzunehmen und nicht nur auf die gleichen 2 Übungen für den Oberschenkel, Vorderseite, 2 Übungen, Rückseite etc. Macht auch mal die Frauenübungen, Hip Thrust und so weiter. Die Rückseite ist bei den meisten so schwach einfach, so extrem schwach die Rückseite. Und vielleicht gebe ich euch ein paar Tipps für die Rückseite oder andere Muskeln oder demonstriere es in Gym, wenn ich Bock habe. Wenn ihr da ein bisschen Feedback gebt, weil YouTube ist ein bisschen etc. reichweitenmäßig nicht so motivierend. Und haut rein, Leute. Hoffe, euch hat's gefallen.